Guten Abend, herzlich willkommen bei Einstein. Rotwein auf dem T-Shirt hier. Das gibt eigentlich furchtbare Flecken. Aber nicht bei dem Shirt. Sie werden staunen, jetzt denn grad, und das haben wir heute sonst noch für Sie. Zweischneidiges Schwert. Nanomaterialien gelten als Schlüssel vom 21. Jahrhundert, aber sie bergen auch Gefahren für uns Menschen. Liebling von den Stars. Die Schweizer Bolix-Kamera hat ab den 50er Jahren einen neuen Filmstil definiert. Jetzt gibt es eine neue digitale Auflage von diesem Kultobjekt. Neu gegen alt. Wir machen den Vergleich. Jetzt wieder zurück zu meinem Rotwein. Ich suche aber zuerst den Sack ab, damit ich Ihnen das etwas besser demonstrieren kann. Also, ganz ein normales Baumwollshirt und hier günstiger Rotwein, Kochwein. Und ich leere jetzt einfach mal hier drüber. Und Sie sehen, das perlt ab, als wäre es eine Ballerine. Es hat jetzt zwar noch ein bisschen Rückstand drauf, aber wenn ich hier mit dem Tüchli ein bisschen abputze, bringt mir das doch schon relativ gut und praktisch rückstandsfrei wieder weg. Außer da, wo wir es vielleicht nicht so gut behandelt haben. Aber grundsätzlich kann man sagen, grosse Rotweinflecken hat es nicht gegeben. Der Effekt, der hier dahinter steckt, der heisst Nanotechnologie. Nanotechnologie beschäftigt sich mit wahnsinnig kleinen Teilen, so klein, dass man es von bloßem Auge und auch mit einem gewöhnlichen Mikroskop nicht sieht. Und jemand, der sich seit Jahren mit dieser Nanotechnologie beschäftigt, ist der Chemiker Walter Koch. Und er weiss auch, wie der Effekt mit diesem Shirt funktioniert. Walter Koch imprägniert. Und das mit Nanotechnologie. Der Chemiker hat eine Mixtur entwickelt, die Träume wahr werden lässt. Leder, Stoff oder Beton gelten alles andere als wasserfest. Anstatt zur Wasser greift Koch zur Rotweinflasche. Ein Härtetest. Wir sehen, es tut ein bisschen anfärben scheinbar, aber das liegt nur als dünne Schicht oben drauf. Das können wir einfach so wegwischen. Zum Vergleich das unimprägnierte Modell. Gleiches Prozedere, jetzt geht der Rotwein da drauf. Ich spüre ihn bereits auf meinen Fingern. Auch da probieren wir wieder probieren abzuräumen mit dem Nasstüchli. Sie sehen, das geht nicht, das ist völlig durchnässt. Das Mittel entfaltet seine Wirkung auf verschiedensten Oberflächen. Zum Beispiel auf Leder. Und kommen langsam wieder raus. Und das ein bisschen abschütteln. Und sehen den deutlichen Unterschied. Der gleiche Effekt auch auf Steinplatten. Das Imprägniermittel wirbt mit Nano. Aber hat es auch wirklich Nanopartikel drin? Da sind keine Nanopartikel drin. Da sind handelsübliche Chemikalien im Großhandel erhältlich drin. Im Labor zeigt Koch, was sein Nanospray ohne Nanopartikel doch mit Nano zu tun hat. Der natürliche Nanoeffekt des Lotusblatts veranschaulicht das Prinzip. Auf dem Lotusblatt hat es eine Mikrostruktur, also einen Mikrometermaßstab, Erhebungen und Täler. Und dort oben drauf hat es noch eine Nanostruktur mit wasserabweisenden Buckeln. Also quasi läuft das Wasser auf feinsten Böckeli im Nanometermaßstab und kann das Blatt nicht benetzen, weil die kleinen Böckeli verhalten sich wie Kerzenwachs. Der Imprägnierspray imitiert den Lotus-Effekt, indem er eine nanometerdünne Fluor-Carbon-Verbindung aufbringt. Die Molekülteile verankern sich mit dem Untergrund. Die Wasser-, Öl- und schmutzabstoßenden Molekülteile ragen in die Luft und bilden eine zackenartige Struktur, ähnlich dem Lotusblatt. Flüssigkeiten wie Wasser oder Öl können diese Barriere nicht durchdringen und perlen ab. Die Nanochemikalie wirkt auch auf Papier. Vor über 10 Jahren brachte Koch dieses Mittel auf den Markt. Innerhalb von sehr kurzer Zeit waren wir schweizweit in allen Grossverteilerinnen mit derartigen Spray, die wasserabweisend und Öl- und Schmutzabweisend zeigen. Das ist richtig
zwei, drei, vier Jahre lang wie ein Hype gesehen. Die Produkte sind sehr gut verkauft worden. Doch dann, im Jahr 2006, berichteten die Medien erstmals von möglichen Gefahren, die von Nanopartikeln ausgehen könnten. Was passiert, wenn solch winzig kleine Teilchen in unseren Körper gelangen? Machen sie krank? Sind Nanopartikel etwa gar so gefährlich wie Asbestfasern? Die Berichterstattung über die Nanopartikelrisiken haben grosse Wellen ausgelöst. Innerhalb von wenigen Monaten sind die Umsätze geschrumpft bei den Grossverteilern. Das Publikum hat die Produkte aus Angst nicht mehr gekauft. Und das, obwohl sein Nanospray ja gar keine gefährlichen Nanopartikel drin hat. Die Marke Nano war in Verruf geraten. Das war ein harter Schlag. Wir mussten viele Produkte zurücknehmen. Aber es hat uns nicht mögen bodigen, weil wir in der Zwischenzeit bereits schon viele Industriekunden aufgebaut haben. Einer dieser Industriekunden ist das Hobelwerk Kählin in Winterthur. Hier wird Holz für den Holzbau zurechtgesägt, gehobelt und mit dieser Sprühanlage auch imprägniert. Seit Jahren liefert Koch hier seine Kanister mit Nano-Imprägniermitteln ab. Und wie gut wirkt das Mittel auf Holz? Wir haben eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Wir setzen sie seit 10 Jahren ein, auf der Fassade, in der Praxis. Und dort haben sie bewiesen, dass sie nach 10 Jahren noch Wirkung haben. Nach einmal einstreichen? Nach einmal einstreichen. Auf die gute Imprägnierwirkung ist auch der Star-Architekt Shigure Ban aufmerksam geworden. Ban baut Häuser auf Kartonsäulen, wie hier den Pavillon des Museums Riedberg in Zürich. Die Kartonröhren sind da auf Bitte von einem Architekt Shigure Ban. Der macht Bauten mit Kartonröhren im Innenbereich. Jetzt denkt er daran, dass er mit diesen Kartonröhren auch Bauten macht im Aussenbereich. Das heisst, die müssen wetterfest sein, insbesondere müssen sie regenfest sein. Und wir machen erste Experimente, damit die richtig wasserfest werden. Hier haben wir eine behandelte und unbehandelte Röhre. Und wir sehen dann, dass eine unbehandelte Röhre innerhalb von Minuten derart weich ist, dass sie kein Bauwerk tragen kann. Jetzt sind die ein paar Minuten Wasser gesehen. Man sieht, unbehandelt, keinerlei Stabilität mehr, fest. Der Spray arbeitet mit einem Nano-Effekt. Jetzt gibt es aber, wie im Beitrag gehört, auch noch die Nanopartikel. So ein Nanopartikel, der ist im Vergleich zu so einem Fußball verhältnismäßig etwa ähnlich wie der Fußball im Vergleich zu unserer Erde. Also die Nanopartikel sind munzig klein, so klein, dass sie es eben beispielsweise über die Lunge auch bis in unser Blut schaffen können. Und was sie dort für Risiken bergen, das ist bis heute immer noch unklar. Aber genau das herauszufinden, muss Ziel sein, gerade im Hinblick darauf, dass wir jetzt an der Schwelle zum Nanozeitalter stehen, wo man schon von Nanopartikeln in Lebensmittelverpackungen, in Autoreifen oder in Pflanzenschutzmitteln redet. Neue Erkenntnis zu den Gefahren von diesen Nanopartikeln, die liefert jetzt ein nationales Forschungsprogramm. Und das hat den Fokus auch auf eine Art von Nanopartikel gelegt, die einerseits als grosser Werkstoff der Zukunft gepriesen wird, andererseits aber auch grosse Risiken hat. Das ist eine spezielle Nanospezies. Kohlenstoff-Nanoröhrchen oder englisch Carbon Nanotubes. Die von Auge unsichtbaren Nanopartikel haben herausragende Eigenschaften. Diese kennt auch Peter Gehr, Leiter des nationalen Forschungsprogramms Chancen und Risiken der Nanotechnologie. Das Potenzial dieses neuartigen Werkstoffs ist groß. Carbon Nanotubes haben physikalische Eigenschaften, die die von Stahl bei weitem übertreffen, indem sie viel robuster, widerstandsfähig, stärker, reissfester sind. Und auf der anderen Seite ganz wesentlich leichter. Und damit eignen sie sich als Baustoffe für irgendwelche Sachen ausgezeichnet. In Entwicklung sind zum Beispiel Fäden aus Carbon-Nanotubes leicht, stromleitend und ultrastark. Zukünftig sollen Autos, Schiffe oder Flugzeuge mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen verstärkt werden. In Tennisschlägern oder Velorahmen werden sie schon heute eingesetzt. In dieser im Material eingebundenen Form sind sie ungefährlich.
Gefahr droht dann, wenn Carbon-Nanotubes eingeatmet werden und wie hier in eine Zelle eindringen. Carbon-Nanotubes kommen in verschiedenen Formen vor. Es gibt Fasern, die in einer geklüngelten Art und Weise auftreten. Die sind mehr oder weniger harmlos. Dann gibt es aber solche, die in einer nadelförmigen Form vorkommen, die denen von Asbestfasern sehr ähnlich sind. Und intensive und wirklich seriöse Untersuchungen haben gezeigt, dass die sich gleich verhalten oder dass unser Organismus sich vermutlich gleich wird verhalten wie den Asbestfasern gegenüber. Das heisst, die sind wirklich gesundheitsgefährdend. Carbon-Nanotubes sollen zukünftig auch Autopneus widerstandsfähiger machen. Durch Abrieb könnten die Nanopartikel in großer Zahl in die Luft gelangen, mit heute noch nicht abschätzbaren Konsequenzen. Wenn nadelförmige Carbon-Nanotubes in Pneu Verwendung würden finden, dann drängt sich bei mir die Frage auf nach dem Verbieten. Neben den Gesundheitsrisiken beim Menschen untersuchen Forscher auch die Wirkung von Nanopartikeln auf Pflanzen. Denn auch in der Landwirtschaft denkt man über den Einsatz von Nanopartikeln nach. Können Sie, dass man es zusammen mit Pflanzenschutzmitteln anwendet hätte? Das heißt, dass man Pflanzenschutzmittel mit der Nanopartikel mischt und das eigentlich das Verhalten von der Pflanzenschutzmittel beeinflussen könnte. Sie könnten länger wirken oder eben auch kürzer wirken. Es gibt da verschiedene Mechanismen, die angewendet werden können. Obwohl Nanopflanzenschutz noch Zukunftsmusik ist, haben Wissenschaftler der Forschungsanstalt Agroskop die potenziellen Risiken erforscht. Sie mischen hohe Dosen von Carbon-Nanoröhrchen in die Erde und pflanzen auf dieser Mixtur Klee und Weizen an. 3 Monate später ist Erntezeit. Gingen die Nanopartikel in die Pflanze über und könnten so einst auch bei uns auf dem Teller landen? Jetzt beginnt eine chemische Detektivarbeit. Erste Ergebnisse der Analysen zeigen, dass Carbon-Nanotubes kaum in die Pflanzen gelangen. Also bis zu einem Versuch haben wir eigentlich keinen Effekt gefunden, der einem Besorgnis oder besorgen müsste. Wir haben kleine Variationen gehabt, zum Beispiel beim Klee, dass die Blütenzahl kleiner geworden ist bei Pflanzen, die mit Nanopartikeln behandelt worden sind. Bei Weizen hat man gesehen, dass die Ähren ein bisschen leichter werden. Aber das sind Befunde, die in der Nähe vom Rauschen sind. Die Abermillionen Carbon-Nanotube-Partikel bleiben im Boden gebunden und werden auch nicht ausgewaschen. Zurück zu Peter Gehr und den direkten Nanopartikelrisiken beim Menschen. Untersuchungen haben gezeigt, dass fast alle Nanopartikel Stress in einer menschlichen Zelle auslösen können. Das, was am meisten passiert, ist ein oxidativer Stress. Es werden Sauerstoffradikale produziert, die giftig sind. Was wir nicht wissen heute, ist, ob die über längere Zeit herhält oder nicht. Wenn sie aber länger andauert, eben mehrere Tage, zum Beispiel bei Zellkulturen, dann müssen wir uns überlegen, ob wir nicht ein echtes Problem kreiert mit der Durchexposition von Nanopartikeln. Für Peter Gehr ist es ein klares Manko, dass diese Langzeitfolgen bislang nicht untersucht worden sind. Weder im Schweizer Forschungsprogramm noch weltweit. Ja, da gibt es Nachholbedarf. Schließlich sollen wir Menschen nicht als Laborratten im Nanofeldversuch enden. Nanotechnologie, die ist noch jung. Der Begriff Nanotechnologie, der ist erst in den 70er Jahren geprägt worden. Und trotzdem gibt es so etwas wie eine Ur-Nanotechnologie schon viel, viel länger. Im Mittelalter haben die Leute nämlich, unwissentlich versteht sich, auch schon mit dem Effekt von Nanopartikeln geschaffen. Dieses Gemisch aus Antimon, Silbersulfid und Wasser ist keine normale Farbe. Nach vielen Schritten ergibt diese Spezialmischung nämlich eine Lasur, die nicht nur auf dem Glas haftet, sondern in das Glas eindringt. Glasmalen ist ein vielfältiges Handwerk. Dieses hat sich Fritz Dold während 50 Jahren angeeignet, in dritter Generation. Nicht nur die Mischung macht's. Auch für das Auftragen braucht es viel Erfahrung.
Man muss irgendwie schauen, dass man es gleichmäßig aufträgt. Und auf der anderen Seite darf es auch nicht zu regelmäßig sein, um den Touch vom alten Charme überzubringen, wie man sieht, auch da, dass unregelmäßig aufgetragen wird und ein bisschen fleckig, aber man darf es auch nicht übertreiben. Dold kopiert für Einstein den silbergelben Schwertgriff des heiligen Saulus. Das Original befindet sich auf einem der Chorbilder der Klosterkirche Königsfelden im aargauischen Windisch. Diese sind aus dem Jahr 1330 und gehören zu den ältesten Werken weltweit, die silbergelb enthalten. Jetzt kommen die Glasstücke mit der Silber-Antimon-Mischung in den Ofen. Während rund 8 Stunden und einer Maximaltemperatur von 600 Grad werden sie gebacken. In dieser Zeit findet ein chemischer Prozess statt, in welchem die Farbe in das Glas eindringt und die Nanopartikel entstehen. Nein, es ist immer irgendeine Wissenschaft dahinter. Je nach Glasbeschaffenheit und Chemie zusammen, Silber und Glaszusammensetzung. Das ist immer eigentlich ein Wundertüte, was man da wieder rausnimmt. Und dies passiert im Ofen. In der Lösung befinden sich Antimon- und Silberionen, die sich ständig unkontrolliert bewegen. Das Quarzglas, auf dem sie sich befinden, hat eine unregelmäßige Struktur. Es ist ein ungeordnetes, loses Netzwerk. Auch das bewegt sich. Die Hitze steigt. Je höher die Temperatur, desto schneller bewegen sich sowohl die Ionen wie auch die Glasstruktur. Das Wasser in der Lösung verdampft. Durch die Bewegungen fließen die Ionen in die Glasstruktur hinein. Die Glühdauer bestimmt, wie tief die Ionen in die Glasstruktur eindringen. Diesen Vorgang nennt man Diffusion. Beim Abkühlungsprozess verbinden sich die verschiedenen Ionen im Glas zu einzelnen Nanopartikeln. Um die 100.000 Atome sind es, die ein Nanopartikel bilden. Stefan Trümpler vom Glasmalereimuseum in Romont hat sich mit der Geschichte dieses Prozesses respektive der Herstellung des Silbergelbes befasst. Die Technik ist uralt. Woher sie stammt, ist jedoch nicht abschließend geklärt. Also es gibt eine Sage, und zwar steht die in dieser Handschrift hier vom Le Vieil, dass einem Glasmaler einen Silberknopf von seinem Ärmel auf das Glas gefallen ist, bevor er seinen Ofen getan hat, und dass er nachher gemerkt hat, dass das Silber von seinem Knopf abgefärbt hat. Aber eben, das ist eine Legende, die im 18. Jahrhundert aufgeschrieben worden ist. Und er sagt zwar, es ist eine alte Tradition, aber man weiß nicht, wann die aufgekommen ist. Klar ist, die älteste bekannte Überlieferung stammt aus dem 14. Jahrhundert, aus dem Manuskript eines italienischen Glasmalers. Darin steht die erste Anleitung, wie Silbergelb, also Colore Giallo, gemacht wird. In dieser Zeit setzte man Silbergelb ein, um Kronen und anderen Schmuckstücken, aber auch Haaren, einen goldenen Touch zu verleihen. Es ist die einzige Glasfarbe, die beim Brennen in das Glas eindringt und es gelb färbt. Im Gegensatz zu allen anderen Farben, den Emailfarben, die nur auf der Oberfläche haften. Da das Silbergelb im Glas drinsteckt, ist die Farbe beständiger als der Rest und schützt vor Korrosionsschäden. Stunden später im Atelier, der große Moment. Wie hat sich die Farbe im Ofen entwickelt? Das ist perfekt. Also, ich bin selber überrascht. Wenn ich jetzt die Fotos anschaue, sehe ich, dass die leichte Korrosion genau da auch vorkommt. Also, ich bin zufrieden. Sehr. Was mit bloßem Auge aussieht wie gelb angemalt, ist eine Beschichtung. Eine kleine Probe genügt, um sie im Elektronenmikroskop an der EMPA in Dübendorf einzuspannen. Rolf Erne ist Materialwissenschaftler und zeigt unter dem Mikroskop, wie klein die einzelnen Silberpartikel sind. Um die 10 bis 50 Nanometer, tausendmal dünner als ein Haar. Diese Winzigkeit ist der Grund, wieso der Mensch das Silber als gelb wahrnimmt. Wenn man ein grosses Silberbauteil, das sieht metallisch aus, wenn das nicht oxidiert ist. Wenn es jetzt kleiner und kleiner wird,
dann kann es dazu führen, dass es eine andere Wechselwirkung mit dem Licht hat. Das hat damit zu tun, dass die Oberflächenzustände anders sind am Silberteil. Und in dem Fall ist es so, dass die kleinen Silberteile halt eine gelbe Farbe verursachen im Glas. Für die einen ist es Nanotechnologie. Für die anderen bis anhin einfach nur ein Teil des Handwerks. Ich bin mir überhaupt nicht bewusst gewesen, dass ich eine von den neuesten, technologisiertesten Techniken angewendet habe, wo seit Gedenken von der Glasmalerei stattgefunden haben. Also bin ich absolut verblüfft. Wenn auch gänzlich unbewusst. Seit dem 14. Jahrhundert nutzen die Glasmaler Nanotechnologie. Was haben Marilyn Monroe, der Mahatma Gandhi und der Steven Spielberg gemeinsam? Sie alle sind auf ein Schweizer Produkt abgefahren. Aber nicht etwa auf Schocke oder auf eine Uhr, nein, auf Sido. Das Bijou ist ein Bolex. Die Kamera hat ab Mitte des letzten Jahrhunderts einen wahren Hype erlebt. Und heute, mitten im digitalen Zeitalter, da gibt es eine Wiedergeburt, quasi als Bolex 2.0. Aber der Reihe nach. Fangen wir dort an, wo sie ihre grosse Ära hatte. Was im letzten Jahrhundert Rang und Namen hatte, filmte mit einer Bolex. Das Schweizer Juwel hat viele Filmemacher inspiriert. David Lynch, Andy Warhol oder Brian De Palma, alle haben mit einer Bolex begonnen. Auch für Pierre Menel war die Bolex vor fast 30 Jahren die erste Kamera. Der Schweizer Kameramann und Filmdozent filmt auch heute noch sehr gerne damit. Mein Baby ist eine Bolex H16. Dank der hochwertigen Verarbeitung war die Kamera sehr langlebig. Und damit auch als Okkasionsobjekt beliebt. Die Kamera war die, die für mich einfach erschwinglich war. Und sie war Film. Das ist natürlich schon das, wo ja, wo man sich unterschieden hat, wo man hat wollte anders sein. Ja, man wollte auf Film drehen. Die Bolex war nicht nur die Kamera der Stars, es war auch die erste Kamera für Filmamateure. Es entstanden stimmige Bilder im typischen Filmlook, manchmal weich und körnig, manchmal in satten Farben. Weil sie klein und handlich war und auch günstiger als die Profikameras, hat sie die Filmwelt demokratisiert. Die Kamera ist ursprünglich für den Hobbybereich entwickelt worden. Also es ist eine Hobbykamera gewesen. Fürs Kino hat man die Kamera eigentlich nicht gehabt, hat sie aber natürlich entdeckt. Sie hat einen Nachteil gehabt, sie ist nicht stumm. Also für wenn man Dialog hat wieder drehen oder auch für Dokumentarfilm ist sie eher schwierig, weil wenn man schnell lost, die tönt doch einigermaßen laut. Experimentalfilmer haben sie sehr viel genützt. Nicht zuletzt darum, weil man ganz viele verschiedene Sachen hat können ändern konnte, wie Bildgeschwindigkeit, man konnte Einzelbild machen und man hat mit sehr, sehr wenig Licht können filmen. Bayard Bolex, Symbol d'une gamme célèbre d'appareil, capable aussi bien de capter la vie que de la restituer sur l'écran. In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts beschäftigte die Wartländer Firma weltweit über 8000 Angestellte. Die robuste Kamera war auch bei den Profis sehr beliebt. Sie wurde beim Fernsehen eingesetzt und setzte Standards für Dokumentarfilme. Mit dem Videozeitalter begann der Niedergang des traditionsreichen Unternehmens. Heute wird das Bolex-Erbe im ehemaligen Hauptsitz in Yverdon hier in diesem kleinen Büro verwaltet. Übrig geblieben sind zwei Mitarbeiter. Otello Diotalevi repariert und restauriert alte Geräte. Bis jetzt hat er noch jedes zum Laufen gebracht. Jede Schraube, die je in einer Bolex verbaut worden ist, hat der Techniker im kleinen Atelier noch vorrätig. Der zweite ist Direktor Marc Uther. Sein Vater hatte die Marke Bolex und das umfangreiche Ersatzteillager in den 80er Jahren aus der Konkursmasse kaufen können.
Wir machen alle Reparaturen und Revisionen der 16 mm Kameras. Aber auch der alten Super 8 und Normal 8 Geräte. Außerdem die Bolex-Projektoren und Projektoren anderer reputierter Marken, wie Eumig oder der beliebten französischen Beaulieu. Wir haben alle Ersatzteile an Lager und können fast jedes Modell reparieren, das existiert hat. Aber auch neue Kameras werden bei Gelegenheit aus Ersatzteilen zusammengebaut und in alle Welt verschickt. Und die Nachfrage nach Bolex-Kameras ist seit einiger Zeit wieder am Steigen. Immer mehr junge Filmemacher wollen wieder auf richtigem Film drehen. Die Arbeit mit der ausgeklügelten Mechanik und das diffizile Hantieren mit den lichtempfindlichen Filmrollen haben etwas Sinnliches. Filmdozent und Kameramann Pierre Menel empfiehlt jedem Filmstudenten, einmal mit einer richtigen Filmkamera zu drehen und die Magie des Analogen zu erleben. Auch wenn oder gerade weil das Filmmaterial und die Entwicklung ziemlich teuer sind. Der grösste Unterschied zwischen dem Analogen und dem Digitalen ist, wenn jetzt bin ich im Spielfilmset, weiß auch nicht, 30 Leute stehen rum, stehen in einem Raum, 30 Leute, und alle wollen, dass jetzt etwas passiert, weil jetzt läuft die Kamera. Dann spürt das ein Schauspieler. Ich meine, wenn da das Licht durch die Optik auf den Film fällt, dann ist das wie das ist ein Ereignis. Da passiert etwas, oder? Das ist ein Bild, das quasi kreiert wird, wo man kann sagen, geboren wird. Oder? Richtiges Kino-Feeling im Retro-Look der 60er und 70er Jahre, das verspricht eine neue digitale Version der Bolex in den USA. Dafür ist in ihrem gestylten Inneren modernste digitale Technik verbaut. Entwickelt hat sie der Filmemacher und Unternehmer Joe Rubinstein mit dem Segen aus Yverdon. Als die Industrie auf digitale Geräte umstellte, ging diese 16mm Option verloren. Also habe ich die digitale Technologie gesucht, um eine entsprechende Kamera zu bauen, und bin auf viele Leute gestoßen, die das gleiche Ziel verfolgten. Eine der Personen, die das kommerzielle Potenzial der Kamera entdeckt haben, ist die Geschäftspartnerin Elle Snyder. In den USA ist die Marke Bolex so viel bekannter. Jeder weiß sofort, was gemeint ist. Die Kamera hat wirklich Kultstatus, weil Regisseure wie Steven Spielberg und David Lynch ihre ersten Kurzfilme auf einer Bolex gedreht haben. Die Bolex scheint wirklich zum amerikanischen Lifestyle und Hollywood zu passen. Auf dem Gelände der Paramount Studios findet jedes Jahr die größte Verkaufsmesse für Filmzubehör statt. Hier stoßen die Bolex-Entwickler auf reges Interesse. Denn konzipiert wurde die Digital-Bolex für Filmstudenten und Filmemacher mit kleinem Budget. Denn sie ist mit einem Preis von um die $3.500 zwar relativ günstig, aber nicht ganz einfach zu bedienen. Auch Profis wie Spike Lee haben die Kamera schon entdeckt und eingesetzt. Für die Produktion einer Imagekampagne des Hauptsponsors der Fußball-WM in Brasilien hat er auf die digital hergestellte Bolex-Ästhetik gesetzt. Bolex lebt. Die alt wie die neu, die analog wie die digital. Aber wie unterschiedlich sind die Bilder, die man mit dieser Kamera schiesst? Und kann man mit der neue digitale Bolex genauso stimmungsvolle Bilder machen wie mit dem analogen Original? Uns hat es Wunder genommen, also haben wir meine Kollegin Kathrin Hönecker zusammen mit dem Pierre Menel auf Dreh geschickt. Packen wir das Teil aus? Hier drin ist die erste digitale Bolex der Schweiz. Das ist die allererste, die du siehst. Ja, ja. Kameramann Pierre Menel ist berufsbedingt etwas skeptisch. So, ziemlich schön. Das wollen wir schon stark klar. Ja, also bei mir könnt ihr jetzt schon durchschauen. Das kann ich jetzt da noch nicht. Auf was müssen wir uns jetzt achten oder was müssen wir vorbereiten, damit wir die beiden Kameras überhaupt vergleichen können? Also wir müssen sicher mal die gleichen Optiken drauf haben. Und dann muss die Empfindlichkeit gleich sein. Ich habe jetzt hier 200 so viel. Das heisst, da sind wir auch
Die Lichtempfindlichkeit. Die Lichtempfindlichkeit, genau. Du kannst, die kannst du auf 100, 200 oder 400 also einstellen. Und ich denke, am besten ist, wir lassen sie hier auf 200. Dann ist sie am besten. Also jetzt haben wir im Prinzip zwei gleiche Kameras. Die eine ist digital, die andere analog. Genau. Bist du ready? Perfekt, ja. Der Test kann beginnen. Fühlt sich so ein bisschen überfallmässig an. Sehr gut. Die Entfernung. Draußen vor dem Fernsehstudio bereiten Pierre Menel und Katrin Hönnecker die analoge und die digitale Kamera für den Vergleichstest vor. Was testen wir? Was wollen wir als erstes machen? Also was wir sicher mal machen müssen, ist schauen, wie sie liegt in der Hand und wie wir uns damit bewegen können. Oder? Zum Beispiel, dass wir umeinander herumlaufen. Also, ich schiesse scharf. Zuerst ist die Einstein-Moderatorin dran. Ich sehe im Ball nichts mehr auf meinem Bildschirm. Die Sonne blendet mich rein. Sie filmt mit der digitalen Kamera. Nicht so Kameramann, Sattelfisch. Und go. Pierre Menel versucht mit der Filmkamera eine möglichst ähnliche Sequenz zu drehen, damit die Aufnahmen vergleichbar sind. Die Frage ist vom Bild her, ob es interessant ist. Jetzt muss Tonmann Neil Bieri dran glauben. Bei diesem Test werden die Kameras parallel auf Stative gestellt. Eins, zwei, drei. So werden verschiedene typische Situationen parallel mit beiden Kameras gefilmt. Gut, gut. Super. Kleine Vorteile für die Filmkamera. Sie braucht keinen Strom und hat einen besseren Sucher. Okay. Ja, ich konnte einfach fast nicht die vorne bleiben, oder? Ich müsste ja hier fast in die Kamera reingehen. Ja, das sind die Widrigkeiten von dem Sucher. Ich meine, ein Sucher, der gegen den Himmel ausgerichtet ist. Tendenziell schwierig. Da hat es ja noch einen Anschluss. Da kann man noch einen externen Monitor dann so oben drauf nehmen, um draussen zu filmen. Müsste man fast haben. Okay. So, schwierig. Also, was erwarten wir jetzt von dem Vergleich? Oder was könnte man sehen? Man könnte sehen, dass es eventuell schattert. Dass die eine schneller schattert als die andere. Was ist Schattern? Schattern, das ist der Effekt, dass es so macht. Ja. Oder? Bei Porträteinstellungen, zum Beispiel von der Einstein-Praktikantin Laura Zermin, lässt sich die Bildqualität besonders gut beurteilen. Gut. Yep, ready. Wieder laufen die Kameras parallel. Kann die digitale Kamera den weichen Look der Filmkamera imitieren? Gut. Kommen wir dort mal noch unterbelichten, das ist doch auch noch lustig. Ja, das heißt, jetzt tun wir drei zu. Eins, zwei, drei Blenden. Was? Falsche Richtung. Ja. Ist gut. Also. Mir ist dunkel wie die Nacht. Du bleibst ja bei mir auch. Ah, gut. Gut. Und. Welche Kamera verzeiht Fehler bei der Belichtung besser? Gut. Jetzt tun wir noch überbelichten. Und. Rolling. Zwei, go. Dann ist die 3 Minuten Filmrolle zu Ende. Ich bin ausgelaufen. Drehschluss. 30 Meter durch. Ja. Ein Vorteil für die digitale Bolex. Ich könnte noch, ich hätte noch 46% Power. Ja gut. Das nächste Ziel von Katrin Hünecker und Pierre Menel ist das Filmlabor. Es ist das letzte in der Schweiz, das noch 16 mm und 35 mm Film entwickelt. Empfangen werden sie vom Spezialisten Michael Egli. Sali, Michael. Hallo. Hallo. Michi, hörst du? Ja. Du hörst unseren Film jetzt also ein bisschen Leben ein. Ja, genau, das mache ich gerne. Und euch das gerade mal zeigen, wie das geht. Ich habe den Film jetzt bereits hier in eine Kassette abgefüllt. Und die ist lichtdicht, weil der Film ist ja. Solange er nicht entwickelt ist, sehr lichtempfindlich. Ja. Ich kann dann an die Maschine anhängen. Ich nehme hier das Zipfel aus der Lampe. Von der K-Seite. Und auf der anderen Seite haben wir das Ende, das in der Maschine drin ist. Also richtig oldschool mit Post-it. Genau, der Prozess hat sich in den letzten 100 Jahren nicht verändert. Und das wird dann auch so bleiben, solange es noch gibt. Dann wird die Maschine in Schwung gebracht. Die Einstein-Testaufnahmen laufen in die Maschine.
Während einer halben Stunde durchläuft der eingespannte Film in der komplexen Maschine vollautomatisch verschiedene Prozesse. In der Wartezeit kann Filmtechniker Michael Egli die Schritte erklären. Den Anfang macht die Reinigung. Bei der Rückschichtentfernung kommt das in den Entwicklerprozess hinein. Und entwickelt wird es mit Chemikalien? Genau. Das passiert eigentlich auch in dem Entwicklungsprozess. Der ist genau 3 Minuten. Und nach diesen 3 Minuten kommt er in den Stoppbad rein. In dem Moment, wo das eigentlich eintaucht, wird das sofort gestoppt. Dann ist die Entwicklung passiert nicht mehr weiter. Eine recht heikle Geschichte. Wie viel Vertrauen hast du, Pierre, in deine Entwicklerleute, die du ja wie deinen Film abgibst? Man muss es abgeben, man muss volles Vertrauen haben. Das ist das Einzige, was mir bleibt. Es darf keine Fehler passieren. Das ist das Einzige. Aber wenn einer passiert, kann es sein, dass der ganze Film kaputt ist. Ja, das kann passieren. Kann auch sein, wenn man eine Festplatte hat, dass sie runtergeht, dann hat man das gleiche Problem. Am Schluss des Prozesses laufen die Einstein-Testaufnahmen auf die Filmspule. Ich habe da Zeit, um das abzuschneiden. So, der Film wäre jetzt fertig entwickelt. Jetzt müssen wir den eigentlich noch digitalisieren, damit ihr den könnt auch wirklich anschauen könnt. Ich kann einfach so anlangen, es kann nichts mehr passieren. Dann kannst du so erkennen, es ist alles fix fertig, genau. Kein Problem. Unterdessen werden auch die digitalen Testaufnahmen vorbereitet. Kolorist Timo Indefort muss die Sequenzen zuerst bearbeiten. Denn die Digital-Bolex zeichnet die Bilder in einem speziellen unkomprimierten Format auf. Das lässt eine präzisere Nachbearbeitung zu als bei gängigen Kameras. Zuerst erscheinen die Aufnahmen flau, wie mit einem Grauschleier. Dann werden der Kontrast erhöht und die Farbsättigung angepasst. Im letzten Schritt wird den Aufnahmen mit Filtern noch der schicke Filmlook verpasst. Jetzt sind die digitalen Bilder bereit und können den Vergleich mit den Filmaufnahmen antreten. Hallo. Katrin Hönecker und Pierre Menel sind gespannt. Was hast du da schön? Also, unsere beiden Filme sind aufbereitet. Dann tun wir es doch am besten machen. Ja, komm, schauen wir mal an, was da drauf ist. Das ist die digitale Bolex. Schön. Das ist die Unterbelichtung. Jetzt können wir mal das Analoge sehen. Normalbelichtung. Und in der Überbelichtung ist sehr gut. Die mag es auch gut vertragen. Also es ist recht ähnlich, würde ich da sagen. Alle Bildversionen verheben eigentlich, oder? Ja, ja, ja. Aus Laiensicht von mir. Ja. Was sagst du? Ja. Das ist ja auch, was Pauli gesagt hat. Wirklich einen grossen Spielraum, wie man belichten kann. Und man kommt immer noch ein akzeptables Bild über. Schafft es die möchtegern Oldschool-Kamera überhaupt so ausgesehen von der Ästhetik her wie der Klassiker? Ja, das Gefühl nicht ganz. Aber sie kommt extrem nah dran an. Und das ist vielleicht nicht zuletzt darum, weil sie einen CCD-Bildsensor hat. Das ist ein älterer Bildsensor. Die neueren Kameras, die haben CMOS-Chips drin, also CMOS-Bildsensoren, die eigentlich härter sind. Und der Organic Look, den die Digital Bolex hat, kommt sicher auch von diesem Bildsensor. Du bist ja Dozent. Was glaubst du, was würden deine Studenten als erstes in die Hand nehmen, die digital? Aus dem 2014 oder die von früher? Die von früher. Das ist halt geblieben. Es ist halt geblieben. Einfach Film ist quasi der Ritterschlag, oder? Und ich glaube, es hat viel mit der, ja, mit der Magie zu tun. Das Zeug passiert im Dunkeln. Wir waren vorher im Labor, oder? Und dann hat man gefragt, ja, kann es einen Fehler geben oder nicht? Ich meine, es ist nach jedem Dreh hat man angerufen ins Labor und hat gefragt, ist etwas drauf? Es ist jedes Mal etwas drauf gewesen, aber jedes Mal ist es wieder ein Wunder gewesen, dass etwas passiert ist. Und ich glaube, das ist das, wo der Drill ist. Weil wenn man das Resultat anschaut, ist es wahnsinnig ähnlich. Das Herz der Filmschaffenden, das schlägt eben noch analog mit den traditionellen Filmrollen, wo man physisch noch etwas in der Hand hat. Aber so im Allgemeinen, da ist unsere Wirklichkeit heute ja eine ganz andere. Nehmen wir das Kino. 95% der Kinovorführungen sind heute voll digital. Aber merken wir als Zuschauer da überhaupt einen Unterschied zu früher?
Und wirkt ein digitaler Film emotional anders auf die Leute als ein analoger? Schweizer Wissenschaftler haben 3 Filme in einer digitalen und einer analogen Version produziert und nachher mit Vergleichstests untersucht, wie die Bilder aufs Kinopublikum wirken. Mit erstaunlichen Resultaten. Was bei dem Filmvergleich herausgekommen ist, heute in einer Woche bei Einstein. Und bei Eschbacher ist heute Abend Fitnesslegende René Baumgartner zu Gast. Er macht 2-mal in der Woche mit Jung und Alt ein Fitnessprogramm und bringt die Leute in Form. Und was man dazu noch sagen muss, der René Baumgartner ist 80. Zuerst jetzt aber Kollegen von 10 vor 10 mit News und Hintergründen vom Tag. Von meiner Seite jetzt einen schönen Hinnicht und dann gute Nacht. Auf Wiedersehen.